Dann können wir jetzt wieder beruhigt zurück. Zu den Morgris. Hier vorne muss ich mich also hinstellen. Blub. Bitte friss mich nicht! Okay, wie nett! Fressen die nur diese Pflanzen oder was? Das ist das Einzige. Fressen die keine kleineren Käfer, Menschen, Mogris? Wäre es doch so unwahrscheinlich? Ich glaube nicht. Mock. Ich zeig's doch mal. Mock nicht, nichts lesen. Ich hätte gerne einen Brief. Ja, ach. Ja gut, das hatten wir ja schon. Müssen wir mit dir noch reden? Schätze, sagst du, hier gibt es Schätze. Bla 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 bla. Ja, der erklärt mir jetzt eigentlich gerade, hey, wenn du Kiefer durch die Mine möchtest, dann musst du den Schalter aktivieren. Hätte ich das vorher gewusst, dass das so lange ist, dann hätte ich das vorgelesen, aber ich dachte, es wären nur 2, 3 Sprechboxen. Tja, so kann man sich irren. Habe ich euch gelames Gelaber erspart. Ist das nicht nett? Hui, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen ja den Schalter umlegen. Oh nein, die momentane Route ist also so. Ist ja unglaublich. Wow, liegt hier irgendwas? Ich treffe erstaunlich wenig Monster mal wieder. Dabei weiß ich, dass ich mindestens von einer Monstergattung umlegen. Oh ja, ich werde euch sowas von umlegen. Dabei weiß ich, dass ich von wenigstens einer Monstergattung noch was erlernen kann. Für Diana! Gott, es wird ein Schock, wenn ich die irgendwann mal umbenenne. Sprechen die Charaktere wenigstens er. Aber wir kennen sie als Diana und ihr versteht, was ich meine. Es wird ein bisschen kompliziert. Truhe hier unten? Nein, die Truhe ist natürlich oben. Gut gemacht. Gut gemacht, Bambu. Diese Mine ist viel zu relaxed, merke ich gerade. Viel zu relaxed. Jetzt komme ich zu dem Schalter. Ja, das dachte ich mir. Umliegen. Puff. So, jetzt kann ich hier, glaube ich, runterspringen. Nee. Ach, ich dachte, ich komme hier vielleicht runter. Hätte ja sein können. Man weiß es ja nicht. Bitte friss diesmal nicht meine Hand. Ja gut, ich war nicht so überzeugend, ich weiß. Es tut mir leid. Hier ist übrigens Laufen von A nach B zu C, um wieder von A nach A zu laufen, nicht ganz so schlimm, weil man das alles innerhalb von einer Minute erledigen kann. Nicht mal eine Minute, wenn man gut zu Fuß ist. Deswegen brauche ich mich hier nicht drüber ärgern. Jetzt ist es ganz chillig. Außerdem können wir uns an diesem komischen Käfer, der die Blume immer verschwinden lässt, gar nicht satt sehen, nicht wahr? Ist es nicht ein wunderschönes Tier? Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Vieh in der Größe so ein Problem hätte. Mich irritieren lieber die kleinen Viecher viel mehr. Wobei die großen, wenn man da die Augen vom Nahen dann sieht und die Zähne oder Zangen sehen kann. Ja, das ist doch, ich würde mich vor dem Vieh wahrscheinlich auch zu Tode fürchten. Ja, ich würde mich vor dem Vieh definitiv zu Tode fürchten. Oh, hallo, wer sind Sie denn?
Oh, du bist ja schneller als er. Was, derselbe? Okay. So, will er mir jetzt was andrehen? Hab ich irgendwas verpasst? Hat er wenigstens irgendwas Neues? Ach, er hat noch einen. Ja, gut, ich brauche eigentlich keinen weiteren Mithrilhelm. Brauche ich auch nicht. Wow. Nö. Wieso lacht er jetzt so bescheuert? Ich habe doch nicht mal was bei ihm gekauft. Makes sense, man. Makes sense. Erstmal nein. Es ist immer klüger, erstmal nichts umzulegen. Und jetzt hasse ich mich, wenn ich tatsächlich richtig gegangen bin und nicht mehr zurückkomme. Es ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Also ich kann mich selbst beruhigen. Wäre nicht weh, ich kann mich selbst nicht beruhigen. Doch, ich komme hier noch zurück. Schaut schon mal ganz gut aus. Warte mal, was kann ich hier unten lang? Oder ist das nur... Nee, das ist nur so eine kleine Kuhle. Wow! Ein Kampf! Oh mein Gott! Oh, es sind heute schon wieder Weihnachten! Und zwar, was kann ich von denen erlernen? Ich glaube, irgendwo Level 4 blablabla Technik müsste das sein. Jetzt schaue ich mal, wie viel die aushalten. Ah! Geht ja sogar. Dann schaue ich mal, ob sie einen Schlag von Garnet auch noch aushalten, falls er es überlebt. So viel Leben dürften die nämlich nicht haben. Level 4. Level 4. Sanctus. Na, das ist doch mal was. Das freut mich. Dieser Zauber ist gut. Ja, toll. Neurose-Schweif. Leck mich. Dann muss ich jetzt nach dem Kampf hinterher und sie von ihrer Neurose befreien. Übrigens ist Diana, glaube ich, der einzige Charakter, na endlich, wo immer die Siegespose macht, also wo nie emotional, glaube ich, angegriffen ist. Muss ich hier lang oder muss ich hier nicht lang? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß es gerade nicht so sehr, nicht so sehr, nicht so sehr. Habe ich hier irgendwo... Okay, ich habe keine Ahnung. Kann schon nichts passieren. Ach so, Ability Up. Diana, du kannst endlich mal wieder was anderes tragen. Es ist ja... It's amazing. Warte mal, wer trägt denn hier Allzweckweste, Adamanweste? Ah, die Allzweckweste also. Okay, dann gebe ich dir erst einmal den Zauberumhang für ein bisschen Verteidigung. Und den kontrolliere ich mal. Hast du überhaupt... Ja, doch, Ability Up ist ausgerüstet. Warte mal. Ich habe doch jetzt einen zweiten Elfenohrring. Da wäre es doch ganz geil, wenn ich Level Up ausrüste. So, Level Up ausgerüstet. Geil. Hängt sie nicht mehr ganz so stark hinterher. So. Da ist auch ein Schalter. Was? Nett. Aber ich wollte sowieso hier irgendwie nach rechts. Da oben ist aber auch noch mal eine Höhle. Okay. Alles klar. Nicht aufregen. Alles wird schon irgendwie seinen Sinn haben. Wir schaffen es schon. Ich bin mal gespannt, wann wir durch diese Versehenmine durch sind. Aber ich glaube, hier ist die Stelle, wo ich dann... Ah, da steht Ausgang. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die andere Route auch noch mal nehmen. Aber wann? Oh. So viel dazu, nicht wahr, Diana? Nix wohl mit Zauberumhang. Ja, Allzweckweste, zackig. Für Adrenalin. Adrenalin. Ah, sehr gut.
weil, warte mal, wo komme ich denn hier hin? Auch eine Truhe, glaube ich. Ach. Ach, nett. Da komme ich da hin? Oh. Ach, da führt bestimmt mich die Gargantula hin. Die vorherige Gargantula, die führt mich bestimmt da oben hin. Dann hätte ich ja doch stationieren können. Na gut, dann machen wir das halt dann. Ja gut, ich möchte schürfen. Natürlich möchte ich schürfen. Oh ja, und jetzt her mit der Spitzhacke. Wow. Ich krieg übrigens Achievement, wenn ich hier mal dein Schild finde. Ist das nicht awesome? Aber erst einmal... was ist denn hier? Sieht komisch aus. Ach, ich probiere es einfach doch mal ein drittes Mal. Muss ich das zehnmal oder so? Ah, ist da? Du musst es nämlich ungefähr 10.000 Mal einfach machen. Hupo! Boah! Alter, das hat mich jetzt sogar fast erschreckt. Ungefähr. Wow, es gab sogar auch einen Erfolg. Kupo. Gerne. Warte mal, Kupo. Kupo ist in Schloss Alexandria. Willst du mich verarschen? Hätte gerne einen Brief. Verkauft du mir auch besser als der andere. Nö. Verkauft mir sogar ziemlich den gleichen Scheiß. Jetzt muss ich hier mal dein Schild finden. Ich habe keine Ahnung, zu welcher Wahrscheinlichkeit es auftaucht. Also ich werde jetzt nicht ewig bleiben und danach suchen. Ich wundere es aber gerade, dass ich überhaupt nichts finde. Ich dachte, man findet zwischendurch mal was. Okay. Ich bin es gewohnt, dass nach den ersten Versuchen wenigstens schon eine Sache auftaucht. Man kann doch normalerweise mehr, genau, mehr finden als nur ein Madein-Schild. Manche Leute könnten hier Stunden verbringen, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich das nicht gerade displayen würde. Wobei ein Madein-Schild halt noch echt cool wäre für den Erfolg. Komm schon! Ich weiß auch nicht, ob man nur an bestimmten Fleckchen hier was finden kann oder nicht. Oder ich finde unten einen Jadestein. Dann muss ich hoch. Dann finde ich nochmal was anderes. Und zwar an einer bestimmten Ecke. Und dann muss ich wieder runter vielleicht? Hör auf mit mir zu reden, Mokri. Ich bin hier... gerade am Geheimnis lüften, wie man hier am besten ausgrabt. Das kann aber nicht sein, oder? Warte, jetzt müsste ich dann wieder runter und unten kann ich dann an einer Stelle wieder was finden. Das wäre hart, wenn das so funktioniert. Ach man, Bergarbeit ist ja so lustig. Vor allen Dingen, jeder Bergarbeiter wird genau so gegen die Wand hauen und jeder Archäologe auch. Genau so grabt man dann nämlich aus. Das sind professionelle Grabungsarbeiten. Komm, meine nächste Sache, die ich finde, egal was es ist, hau ich dann ab. Aber irgendwas sollte jetzt schon nochmal auftauchen. Enttäuschen? Spiel, willst du mich enttäuschen? Willst du es wirklich? Willst du mich? Nein, so regen wir natürlich nicht. Natürlich, ja, das stimmt. Naja, egal. Hallo, ich hab genug. Ja, ja, auf jeden Fall habe ich erstmal genug. Jo, war das nicht ein Spaß? Naja, gut. Lass mich mal vorbei. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann von meinen ersten Spielen hier tatsächlich mal ein Madein-Schild
hatte. Ach so, Moment mal. Hier kommt ja gar keine Gigantula. Das heißt, ich muss so oder so irgendwie jetzt wieder zurück. Tja, wunderbar. Freut mich. Stirb. Bam. Wow. Gut, dass du ausgewichen bist, Diana. Bam. Jetzt muss ich erstmal an die eine Truhe ran. Was finde ich denn da nochmal? Finde ich da nicht auch ein Madeinschild sogar drin? Oder ist damit dieser Erfolg gemeint, dass ich dieses Madeinschild finde? Das wäre ja sowas von jämmerlich. Also ganz im Ernst. Also wie gesagt, bei meinen ersten Spielen von Final Fantasy 9 habe ich auf jeden Fall... wie komme ich denn eigentlich noch mal zurück? Naja, es war ja doch ganz einfach. So, jetzt muss ich erst einmal, also... Back to the roots. Hui! Ha. Ey, aber so wenig Gegner, es ist, ich bin am Verzweifeln. Ich leg noch irgendwann wirklich jemanden um. Komm schon, mit der Macht der Gargantula. Diesmal hat er mir ein Stück aus dem Brustkorb gerissen und gefressen. Alles klar. Ich sehe schon kommen, dass ich den ganzen Part in dieser Mine wieder zubringen werde, ehe ich da endlich mal rauskomme. Hoffentlich bin ich da. Ja, Gott sei Dank. Und? Nee, Lamias Tiara. Alles klar. Cool. Hatte ich das nicht schon? Nee, hatte ich noch nicht. Das ist nett. Hier hat sie ja doch wieder einiges, was sie lernen kann. Oh, Diana hat schon wieder 4 voll. Da spendiere ich ihr mal Gift und Galle. Denn nichts ist ekelhafter als Gift. In jedem Final Fantasy. In jedem RPG eigentlich. Ich hasse Gift. Ich meine, zu dem Zeitpunkt macht es schon nicht mehr wirklich viel aus, aber trotzdem. Es ist einfach wieder der Natur, so vergiftet zu werden. Das sind Dinge wirklich. Genau. Manchmal mache ich mir Sorgen. Für Notfälle. Ach, für Notfälle kann man sich in Lamias Tiara holen. Alles klar. Weiß Bescheid. Go! Achso. Ja. So, wie komme ich da jetzt hoch? Das ging ja nicht, indem ich hier direkt hochklettere. Ach, warte mal. Wenn ich direkt unter den Mündern klettere, klappt das, glaube ich. Oder so. Ja, genau. Achtung, wenn man diesen Schalter umlegt, dann kommt man nicht mehr in die Mine hinein. Also, wenn man erst einmal draußen ist. Achso, ich komme gar nicht jederzeit zurück. Alles klar. Gut, machen wir. Achso. Ach ja, liebe Mine, es war schön mit dir, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man Lebewohl sagen. Lebewohl, liebe Mine. Liebe Hermine. Ja, war jetzt gut. Mann, ich lach mich schlapp. Obwohl ich die Musik ja trotzdem sehr cool finde. Dieses Licht, hat sich der Nebel etwa aufgeklärt? Wenn du wüsstest. Äußerer Kontinent. Oh mein Gott!
What's happening? Da ist ja gar kein Nebel. Nicht, dass wir viel vom Nebel gesehen hätten, während wir auf der anderen Karte rumgelaufen sind, aber... Ja, außer halt, wir waren bei Dali. Dann dachte man aber eher... Oh, shit. Ich bin zwar in den Wald gegangen mit der Intention, den Rackwurz zu treffen, aber... Was willst du denn jetzt? An den habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, er taucht woanders auf. Bitteschön, ein Jadestein. Na hui! Komm, gib's mir! Oh ja, ich gib's dir. Oh, warte, hier. Öffne ganz weit, dann stecke ich ihn rein. Pum! Zwei Jadesteine. Da passt ja ganz schön viel rein. Gruß an Yeti-Fresse. Wo genau treffe ich denn jetzt Yeti-Fresse? Also 20 Ability Points ist schon ganz nice. Vor allen Dingen mit Ability Up. Alles ist voll. Ich glaube, jetzt ist sogar ihr Vollmond voll. Kann das sein? Ja. Geil. Nur Level Up ist nicht voll. Das macht aber gar nichts. Finde ich richtig geil. So, jetzt kriegt sie Ramu. Nee, warte. Da will ich jetzt erst schauen. Er hat Elfenohrringe auch fertig. Das hat nämlich auch für ihn sehr lange gedauert. Jetzt kriegt er erstmal Felsen fest. Er kriegt jetzt ganz einfach den Reflektring. Ja, und Diana bleibt erstmal dabei. So, mal schauen, ob trotzdem der Rackwurz noch auftaucht. Das wäre ganz nett. Komm schon. Komm schon. Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken, Rackwurz. Bam, bam, bam. Erstmal einen Schluck trinken. Zack, na? Ich krieg trotzdem was. So, seid dabei. Beim ersten Mal wird übrigens Ramu immer gezeigt, also die Eingangssequenz, bin ich zumindest der Meinung. Verdonnerung. Macht mal gar nicht so viel. Ach, da gab es früher jetzt auch 100 Folgen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich denke leider an vieles nicht. Hotsplitz, nicht schlecht, nicht schlecht. Bling, Level Up. Sehr schön, ich freue mich um jedes Level Up. Den gehen wir mal weiter. Ach, oh mein Gott, was könnte das sein? Muss ich da vielleicht hin? Oh, nö, bestimmt nicht. So, wo ist denn der nächste? Ach nee, wir gehen jetzt erstmal in den Kusmorast. Ja, tatsächlich, hier ist noch ein Kusmorast. Und seltsamerweise lebt da genau dasselbe Meister von Diana wie in dem anderen, aber egal. Da haben wir das Vieh ja nochmal. So, jetzt warte ich kurz ab. Angriff, Angriff, Fressen. Dürfte theoretisch ausreichen. Nee, irre ich mich jetzt. Ich habe das letzte Mal mit Bambu zweimal angegriffen und das hat nicht ausgereicht. Warte mal. Doch, es kommt jetzt fast aufs selbe hinaus. Ach, ungenießbar. Okay, dann nehme ich alles zurück. Man kann scheinbar doch immer zu von dem erlernen. Ups. Was hier auch noch auftauchen kann, sind Kaktoren. Die tauchen aber relativ selten auf. Ja, noch ein Peridot. Das Problem ist halt, dass da Quina, Diana auch was erlernen kann. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich hier rumlaufen soll, großartig. Ihr dürft auf jeden Fall bei dem großartigen Erlebnis dabei sein, wie ich versuche, in diesem Sumpf Frösche zu fangen. Das war, glaube ich, der beschissenste Sumpf. Bin mir nicht ganz sicher, das kann ich gleich beurteilen. Ja, das ist der beschissenste Sumpf. Aber eine ganze Menge Frösche, geil. Aber natürlich. Dann tuck dich mal aus. Oh, da sind gleich zwei. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wenigstens einer. Zack.
Jawohl, zack. Du freches Scheißvieh. 20, wie gesagt, bei 22 war ich der Meinung, kommt das nächste. Oh, diese Dreistigkeit, die manche Frösche besitzen, ist unglaublich. Nee, oh, wann kommt denn dann das nächste? Ich hatte jetzt eh nicht vor, hier großartig drauf zu achten, weil so lange bleibe ich nicht hier, dass hier die Frösche nochmal wiederkommen können. Bei 23, naja, gut, ist nicht das Schlechteste. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Hab Dank, Meister Quälmampf. Ich werde nicht aufgeben. Vielen Dank. Silbergabel. Ja, das ist nice. Du gehörst mir. Was? Diese Unverschämtheit. Ihr werdet gefressen. So. Weibchen, jetzt weine ich, wenn das ein Männchen ist, weil dann hieße das, dass ich sie hätte verschonen können. Warte mal, kann ich da unten nicht hin? Nee, scheinbar nicht. Gut, komm aus deinem Eck da raus, lieber Frosch. Ich würde dich gerne fressen. Ich habe dich nämlich zum Fressen gern. Gut, vielleicht soll ich mal hier hinstellen. Du bist ein Arsch. Alles klar. Komm, spring raus. Komm. Oh. Komm, spring raus. Jawohl. Jetzt gehörst du mir. Das ist tatsächlich ein Männchen. Egal. Also wie gesagt, ich bleibe nicht lange genug in diesem Gebiet, dass es darauf ankäme, dass ich hier zwei Frösche da lasse. Wäre da ein Königsfrosch gewesen, hätte ich mich sogar noch mehr gefreut, weil den hätte ich fressen können, damit ich noch ein Achievement bekomme. Aber egal. Kommt alles noch. So, Silbergabel. Nice. Diana rotzt damit alle Gegner weg. Wobei ich sagen muss, bringt mir das bei ihr jetzt überhaupt was? Ich bin so traurig. So, Chocobo-Spuren. Hier müssten sie irgendwo sein. Der Ton blieb eben für eine Sekunde weg und ich dachte mir nur so, okay. Du schon wieder. Naja, dann kann ich ja wenigstens mal ausprobieren, wie viel Diana jetzt abzieht, ne? Nee. Oh no! Autsch, das tat ja so unglaublich weh! Mal sehen, ob der überhaupt überlebt. Ich wette, jetzt macht irgendeiner Crit und dann ist er platt. Ja, los, Lydia! Nee, doch nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm schon. Himmelswind, willst du mich verarschen? Naja, gut. Diana ist jetzt so overpowered. Ba, 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 ba. 903 hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr drunter vorgestellt, wenn man mal bedenkt, wie viel Belias hatte am Angriff und der hat deutlich weniger gehabt und so viel Schaden gemacht. Aber Beridot, das ist doch ganz geil.